Hallo und willkommen zum Whiskey-Waiter. Ich freue mich heute, denn für heute habe ich auch wieder eine sehr besondere Flasche aufgabeln können für diese Woche. Ich habe heute einen Tomatin 30 Jahre im Glas. Tomatin 30 Jahre Batch 3, um genau zu sein. Und er wäre für mich der älteste Whisky, den ich bis jetzt hatte, wenn ich nicht vorgestern den A Dream of Scotland Sweetie Mermaid mit 31 Jahren probiert hätte. Von daher freue ich mich sehr darauf. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Mit so alten Whiskys habe ich noch nicht so wirklich Erfahrung. Ich habe aber jetzt endlich ein Blendersglas. Deswegen habe ich einen Teil schon mal hier abgefüllt. Der steht jetzt schon bestimmt eine halbe Stunde da drin. Einen Teil werde ich jetzt gleich frisch einfüllen. Und dann bin ich mal gespannt, was diese Highland-Brennerei so mit altem Whisky kann. Die Verpackung, die macht natürlich richtig was her. Das ist eine richtige Holzkiste hier. Hier an der Seite ist noch so Tomatin eingefräst. Und dann wird die so aufgeklappt. Hier stehen noch so ein paar Informationen und die Tasting Notes. Und dann kann man die Flasche so da rausnehmen. Das ist der typische Tomatin-Style, den kennt man ja. Aber grundsätzlich macht das viel her, muss ich sagen. Hinten stehen auch noch so ein paar Informationen drauf, aber grundsätzlich, also von der Optik her muss ich sagen, da machen teure Flaschen natürlich schon einen Unterschied im Vergleich zu so einem billigen Pappkarton. Manchmal. Ich habe mir von der Flasche nur ein Sample organisiert. Ich habe mir keine ganze Flasche gekauft. Da gab es meine Flaschenteilungsgruppe noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob 300 bis 400 € Flaschen in der Flaschenteilungsgruppe teilbar wären. Das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Ich habe mir ein Sample besorgt. Das war zum Glück auch schon abgefüllt, sodass dann nicht zu viel Luft an den Whisky kommt. Und ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Habt ihr schon mal so alte Whiskys gehabt? Lasst mich mal wissen. Also würde mich echt interessieren, ob ihr schon 30 Jahre oder mehr mal im Glas hattet. Wenn ja, welchen? Wie sind so eure Erfahrungen mit sehr alten Whiskys? Sind die für euch besser? Muss Whisky zwingend alt sein? Oder sagt ihr, Alter ist mir eigentlich egal, der Whisky muss vor allem gut schmecken? Abgefüllt ist er mit 46%. Finde ich eigentlich schön, dass es eine Trinkstärke und keine Fassstärke ist. Für mich persönlich einfach angenehmer. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass nach 30 Jahren das schon nah an der Fassstärke dran sein könnte. In der Nase ist er total weich, fruchtig, cremig. Ich habe deutlich Honig, ich habe deutlich ja, so einen Fruchtcocktail. Also das erinnert mich tatsächlich, als wenn ich in der Karibik irgendwo am Strand sitze und ich habe so einen Mix aus frischen Früchten oder so einen frisch geschnittenen Obstsalat mit so ein bisschen Honig oben drüber zum Süßen. Dann vielleicht noch so ein bisschen Kokosflocken oder weiße Schokoladenraspeln oder sowas, irgendwie so. Der Whisky hat tatsächlich nochmal ein Finish bekommen, allerdings ein Finish mit 3/4 First Fill Ex-Bourbon Fässer und 1/4 Refill Hogsheads. Also insgesamt trotzdem eine reine Bourbon-Fassreifung. Also der riecht sich toll. Ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen die hellen Früchte so ein bisschen auszuklamüsern. Aber ich würde sagen, das sind einfach so ein bisschen tropische Früchte. Ich habe ein bisschen Pfirsich, ich habe ein bisschen Birne, vielleicht ein bisschen Banane.
bisschen Papaya, ein bisschen Mango könnten auch mit drin sein. Also für mich geht das tatsächlich eher in so ein bisschen tropischen Fruchtsalat. Der Honig ist recht deutlich. Ganz leichte Schokoladennote. So, und jetzt probiere ich erstmals mein neues Glas aus. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Glas so lange, ein Whisky so lange atmen lassen. Wow, und das macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Hier kommt gerade die weiße Schokolade viel deutlicher durch. Ich habe nach wie vor die hellen Früchte. Ich habe auch ein bisschen Honig, aber hier ist jetzt die weiße Schokolade viel präsenter. Das könnte hier auch so ein bisschen was von Raffaello haben. Bei mir ein bisschen, ich weiß nicht, ob mir die Kokos da fehlt. Aber so eine, ja, ob das jetzt weiße Schokolade ist oder so eine helle Mandelcreme, also das, irgendwie erinnert mich das gerade an sowas. Jetzt kommt tatsächlich noch eine leichte Würzigkeit dazu. Auch hier Honig, Vanille, helle Früchte. Also hier geht das tatsächlich für mich eher in so die Richtung Mango, Papaya. Hier ist das total, was heißt total? Hier ist es voller, voluminöser, während das hier ein bisschen heller und jetzt im direkten Vergleich auch ein bisschen saurer riecht. Leichte säuerliche Note. Hatte ich gerade eben, habe ich das gar nicht so gemerkt. Aber jetzt im direkten Vergleich. Riecht der um Welten besser. Slanja. Boah, der wird so richtig cremig im Mund. Der ist schon fast zähflüssig. Man sieht das hier auch, was der für Beine zieht. Der ist so richtig einfach cremig. Das könnte ein Pudding sein, so ein Karamellpudding oder Vanillepudding. Dazu auch hier eine schöne Fruchtigkeit, allerdings eher ein bisschen beerig. Ein bisschen Johannisbeere oder so, wobei die tropischen Früchte. Also ich bilde mir mal trotzdem meine Mango ein. Und der hat eine Würzigkeit. Der hat richtig schön kräftig Pfeffer. Schön würzig, schön Eiche. Lecker. Jetzt mache ich mit meinem Vergleich. Der war ja noch nicht so lange im Glas. Der ist ja noch recht frisch im Glas. Also ich hätte wahrscheinlich den zuerst nehmen sollen, ne? Ich mache das nicht so oft, dass ich das so unterscheide. Aber also bei dem ist die Würzigkeit nicht ganz so ausgeprägt. Also auch diese Pfeffernote, die fand ich bei dem ein Ticken stärker als bei dem.
Dafür kommt bei dem frisch eingeschenkten die Tannine am Ende deutlicher durch. So ein Hauch von Bitterkeit, was bei dem hier nicht so war. Abgang ist tatsächlich lang. Schön langer Abgang, cremig. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hat noch irgendwie sowas auf der Zunge. Also in dem Blendersglas riecht er genial. Wie so ein cremiger Fruchtpudding. Kriege ich auch noch so eine leichte holzige Note. Also die Cremigkeit ist da, die Fruchtigkeit ist da, diese Honigsüße ist da. Und tatsächlich, die Würzigkeit ist, wie ich finde, wirklich bei dem deutlicher. Die Eiche sehr schön, er macht trocken. Aber zum Ende heraus kommt dieses, also da kommt mehr Holzaroma. Aber diese leichte Bitterkeit ist da nicht mehr so stark. Das heißt, stark, hier war sie auch nur leicht. Aber ich fand sie wahrnehmbarer als bei dem Blendersglas, der 30 Minuten gestanden hat. Was ich ganz schön finde, weil das ist tatsächlich mehr so eine holzige Note und eben keine bitterliche Note. Und das gefällt mir gut. Trotzdem ist der Abgang lang, hält lange vor, bleibt schön auf der Zunge liegen. Lecker. Bin schon fast geneigt, den da reinzukippen. Aber auch hier die Nase ist schön. Dieses Säuerliche, was ich vorhin hatte, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Vielleicht musste der einfach ein paar Minuten einfach von sich aus atmen. Ich meine, das ist ein 30 Jahre alter Whisky. Den gibt man eigentlich nicht da rein und trinkt ihn sofort. Sondern der braucht einen Moment. Der ist cremig, der ist fruchtig. Also in der Nase ist der herrlich. Im Geschmack allerdings auch. Ja, also diese Würzigkeit. Ah, die Würzigkeit hat er schon, aber dieses Pfeffrige, dieser bisschen Pep, den fand ich jetzt bei dem, der länger gestanden hat, ein bisschen intensiver. Dafür kommen tatsächlich hier ein bisschen die Bitterstoffe am Ende deutlicher. Also alles in allem ein wirklich leckerer Whisky. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin froh, dass ich mir für diese Woche ein Sample organisieren konnte. Und ich freue mich noch mehr darüber, dass ich dann auch das Altglas ergattern konnte, damit ich hier euch auch ein bisschen was zeigen kann. Gerade bei so einer Flasche. Und die macht sich natürlich hinterher im Schrank natürlich auch ganz gut. Mir gefällt er wirklich gut. Ich weiß ehrlich gesagt nichts zur Verfügbarkeit. Ich meine, ich hätte ein paar Shops gesehen, die haben ihn noch. Aber mit relativ großen Preisschwankungen. Ich meine, ich hätte zwischen 280 und 380 alles gefunden. Also für 280 Euro muss ich persönlich sagen, finde ich in Ordnung. Das ist verdammt viel Kohle, ja. Aber 30 Jahre ist auch eine verdammt lange Zeit. Dazu die Aufmachung, man hat sich Mühe gegeben, man hat sich Gedanken gemacht. Es ist ein, wie ich finde, Whisky, der so ein bisschen an das Ursprüngliche erinnert. Es ist kein irgendwie Fassexperiment, sondern es ist eine sehr typische Reifung. Und bei 280 Euro und 30 Jahren sind das keine 10 Euro pro Jahr. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Alles über 300 Euro. Aber für 200, 280, 300 Euro. Wenn man das Geld hat, würde ich sagen, ist er das wert. Beziehungsweise kann man
das mal machen, den probieren, den teilen am besten. Dann freuen sich mehrere Leute. Ja. Wie gesagt, eine Frage habe ich euch schon gestellt. Habt ihr schon so alte Whiskys probiert? Dann haut es mal in die Kommentare, lasst mich wissen. Die andere Frage wäre, wären solche Flaschen auch was für die Flaschenteilungsgruppe oder wird euch das schnell zu teuer? Ich weiß, der Sascha, Friendly Mr. Z, der teilt ja durchaus teurere Flaschen, siehe Artback 25, Laphroaig 25 und Co. Er scheint die Sachen wegzubekommen, das heißt, es scheint ein Markt da zu sein. Es gibt ein paar Flaschen, die mich auch interessieren würden, die preislich aber jenseits von Gut und Böse sind. Ich denke da an, ja, es gibt so ein paar schöne Highland Parks, zum Beispiel Fire and Ice oder auch noch ein paar ältere Abfüllungen von Highland Park. Ja, Macallan gibt es natürlich auch richtig geile Sachen. Ich würde total gern mal den Macallan Oscuro probieren. Aber da sind wir in Gefilden, da muss ich vorher wissen, dass ich die Flasche verteilt bekomme, sonst kann ich mir sowas einfach nicht leisten. Gut. Auch dazu würde mich eure Meinung mal interessieren. Lasst es mich wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Haut gerne auf den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Liked den Kanal, also abonniert den Kanal, wenn ihr sehen wollt, was ich noch so verkoste. Zwei Videos kommen jetzt die Woche noch. Dann ist meine Highlight-Woche erstmal rum, obwohl ich noch das eine oder andere Highlight hier im Schränkchen stehen habe. Aber dann ist zumindest meine Geburtstagsfeierwoche erstmal vorüber. Und dann widmen wir uns wieder den normalen Abfüllungen bzw. den Abfüllungen, die über die Flaschenteilungsgruppe in den letzten Tagen geteilt wurden. Da stehen ja auch noch ein paar Videos aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.